Hallo, mein Name ist Sophie und ich bin heute mit der Wiener Umweltanwaltschaft auf der Spur von Aliens und Wasserbienen in der Wiener Stadtnatur. Wasser ist für Tiere überlebenswichtig. Egal ob kleiner Tümpel oder großer Teich, jedes Gewässer hilft den Tieren, vor allem in den heißen und trockenen Sommermonaten. Da natürliche Gewässer immer seltener werden, sind künstliche Gewässer in Gärten und Parks sehr wichtig. Es gibt viele Tiere, die immer im Wasser leben, aber auch Tiere, die ihr Leben nur teilweise im Wasser verbringen, wie zum Beispiel diese Frösche. Andere kommen zum Trinken oder Baden an Teiche und Tümpel, so wie diese Bienen hier. Am Wasser könnt ihr auch Libellen beobachten. Zur Fortpflanzung bilden sie ein sogenanntes Paarungsrad. Ihre Eier legen sie dann ins Wasser oder auf Wasserpflanzen. Libellenlarven leben im Wasser und sehen aus wie kleine Aliens. Mit ihrer Fangmaske erlegen sie Mückenlarven und andere kleine Insekten. Erwachsene Libellen fangen ihre Beute im Flug. Wasserwanzen gibt es ganz unterschiedliche. Wasserläufer an der Oberfläche, die am Wasser gehen können, oder einige Arten, die im Wasser leben. Rückenschwimmer nennt man auch Wasserbienen, da sie sich wie die Bienen mit einem Stachel verteidigen können. Sie leben räuberisch, genauso wie die Larve des Gelbrandkäfers. Auch die Ringelnatter jagt im Wasser. Ihr seht, wie wichtig Wasser für Tiere ist. Jede und jeder von uns kann mithelfen. Ein Teich im Garten, ein eingegrabenes Schafferl mit Ausstiegshilfe für hineingefallene Tiere, den Hund nicht in den Teich im Park lassen und im Garten auf Pestizide verzichten. Bitte beachtet auch immer, dass ihr nur Gast am Teich oder im See seid und nehmt auf die Tiere Rücksicht. Diese wohnen übrigens am liebsten in ihrem Gewässer und nicht zu Hause im Aquarium. Mehr zu diesem Thema findet ihr auf der Homepage der Wiener Umweltanwaltschaft. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, sehen wir uns im nächsten Video wieder.